Guten Abend, es ist heute den 9. Mai 2018 und wir haben ein Interview mit Linux-Umsteiger gemacht, mit Joe. Und wir haben da geredet über Arch Linux und auch von vielen Sachen haben wir gesprochen. Und jetzt mache ich mir Ihnen ein Video, ein Video zum Installieren. Eins und wir haben noch Zeit, mal zu reden über Arch Linux, was das eigentlich alles ist. So eine Kurzfassung, eine Synthese, was so alles, was du so wissen musst. Also, das ist den Live-Linux-Umsteiger. Schauen Sie bitte mal an auf den Linux-Umsteiger. Da können Sie alles ruhig hören. Es sind, ich glaube, 2 Stunden und halb oder irgendwo das. Hier steht es 2 Stunden und 26 Minuten. Wir machen eine Installation von den letzten Arch Linux. Das heißt, dass ich hier ein Arch Linux Latest habe und das ist die Nummer 672. Die Nummer 672 ist da, weil du auch das Gleiche das auch machen können. Und das heißt, build your own ISO. Sie können jedes Moment die Scripts laufen lassen und dann hast du den letzten ISO von Arch Linux. Du sollst nicht warten bis die Ende der Monat oder Anfang der Monat und dann sagen Download, Download und danach SourceForge gehen. Du kannst jetzt die neue Pakete, die neue Arch Linux 6.7.2 haben. Du brauchst nur Script 30 zu runnen. Alles ist in Artikel und Video erklärt. Also, wenn man die Arch Linux startet in ein VirtualBox vielleicht, mal versuchen, nicht, dann bekommst du viele Nachrichten, dass man so wegklicken muss. Aber du solltest hier also eine Wahl machen. Natürlich ist das der erste Wahl. Mit rechter Ctrl F mache ich mal Full Screen, so dass ich die ganze 129 auf 1080 Pixels benütze. Du bekommst ein XFCE, das ist XFCE, aber es ist schon viel geändert. Es ist viel transparent gemacht, schöne Ikonen gemacht. Alles hat sich geändert, dies hat sich geändert, ist nicht oben dran, aber ist unten dran. Und so weiter. Das hat alles einen Zweck. Lassen wir den Arch Linux Installer mal probieren. Also Language soll also Deutsch sein in dieser Sache. Also suchen wir mal German oder so. Wo ist das eigentlich? Lassen wir mal suchen. German, Danish, Czech, Greek, Spanish, Grecian. Ich sehe es jetzt nicht. Ah, hier German. Germany. Also, wer Sprache ist German, muss ich ja immer sagen, das ist die XFCE-Installation. Das wird funktionieren, weil die Ingenieure oder Softwareleute da, die haben so die Übersetzung gemacht. Das ist okay. OpenBox und i3 ist etwas anders. Es ist nicht so ein ja, gepflegtes Desktop-Management oder Desktop-Tool. Es ist etwas. Ja, gebildet auf XML. Es sind nur Wörter, dass man wirklich selbst eine Übersetzung machen muss. Ja. Also, das wird schon funktionieren. XFCE weiter, alles ist auch geändert. Willkommen, Standort, Tastatur und so weiter. Also, Brüssels, ja, vielleicht musst du mal schauen, wie das vielleicht Berlin zum Beispiel. Und dann haben wir auch die Zeitzone Berlin. Du sollst wahrscheinlich German wählen, aber ich muss leider immer nach dem Belgien gehen, sonst wird es für mich schwierig sein. Ich muss den Azerty haben und ich weiß, dass die Deutsche, German, Austria, Switzerland, all diese Sachen ist QWERTY. Sehen Sie? Das ist gut, aber für mich soll ich ja Belgien wählen. Weiter. Mein Tipp oder meine Wahl ist immer die Festplatte.
Festplatte zu löschen. Immer. Ja, löschen Sie alles und machen Sie es nicht schwieriger, dann Linux braucht zu sein. Machen Sie keine manuelle Partitionierung und so weiter. Sagen Sie nur, die ganze SSD oder die ganze Harddisk können Sie löschen. Und dann geht es wieder los, weiter. Was ist Ihr Vorname? Erich. Eigentlich Erik, ja. Aber ich weiß, zu Deutsch sagt man Erich. Oder ich installiere ein Arch Linux oder ein Arch Linux D. Also wir sollen da noch überreden, was das die D bedeutet. Und dann geben wir wieder die Passwort hinein. Automatisch einloggen, ohne Passwortabfrage. Das ist meine Wahl. Du wählst, was du willst. Nutze das gleiche Passwort für das Administrator- oder Root-Account. Ja, ist vielleicht interessant. Und dann kann es nie falsch gehen. Gehen wir mal weiter. Und jetzt, wenn man jetzt hier sagt, weiter, dann geht's los. Und dann können wir während dieser Installation mal schauen. Man geht in Arch Linux und man geht hier nach oben. Arch Linux, hello. Need to know information about Arch Linux. So, wir gehen nach einer Website, einer Site. Hier bekommt man schon ein Choose Password for New Keyring. Ich sage immer Continue and Continue, no password. Nothing there. Er wird ja nichts mehr fragen von Passworten. Okay. Also, die Arch Linux ist so aufgebaut, dass man immer hier die Forum findet, den nächsten Site oder den nächsten Site. Und wenn man nach archlinux.com geht, dass man immer wieder zu Forum, Arch Linux Info oder Arch Linux D bekommt. Also, man kann immer hier wählen, was willst du sehen. Und den Arch Linux Information, ja, Info, ist zum Informieren, ist da zu sagen, okay, wir haben etwas Neues, BSPWM ist out, ist ein Tiling Window Manager und wir machen unsere Kommunikation auf diese Seite. Ja? Neuen ISO ist out, wir haben eine Namenänderung gehabt, ganze Artikel, read all about it. Was ist Arch Linux eigentlich? Also drei Sachen, Arch Linux, AUR und Arch Linux zusammen. Das nennen wir Arch Linux. Sie bekommen also drei Desktops in einer Distro, XFCE, OpenBox und i3. Und das finde ich doch, das ist natürlich eine persönliche Sache. XFCE ist einfacher als OpenBox und OpenBox ist einfacher als i3. Aber das, wie gesagt, das ist persönlich. Also hier bekommen wir auch nochmal eine, verstehen Sie auch nochmal, was ist der Titel hier? Was ist Arch Linux for First-Time Users? Quick Overview. Das werde ich ja jetzt auf Deutsch ungefähr machen, ja. Also Arch Linux, es gibt zwei ISO to choose from, zu wählen. Und man wählt einen sehr großen, was man sehr groß nennt natürlich. Es ist 2 GB, ist noch so groß nicht. Und 1 GB. Das ist eine minimale Installation. Man bekommt ein schwarz-weißes Terminal, TTY, das man bekommt und dann sollst du wirklich alles einbringen. Aber wir haben auch Skripts, das du gebrauchen kannst und dann installierst du jeder Desktop, das du wünschst. Also dieses Komplex, das komplett, das installieren wir jetzt. Diesen Arch Linux ist hier am Installieren und da gibt auch schöne Bilder, die kommen so und das ist eigentlich Variety, das ist das kleine Programm hier, dann sagt man, okay, gib mal einen nächsten Wallpaper und dann ist da der nächste Wallpaper, sehen Sie? Da sind Leute, die sind wirklich verrückt auf diesen wunderbaren Applikationen und andere sagen, nein, ich will nur meinen Hintergrund und das brauche ich leider nicht. Da gibt alles Artikel auf Arch Linux, um das alles zu einstellen, um alles zu verändern. Also fast fertig. Alles erledigt. Arch Linux wurde auf Ihrem Computer installiert. Sie können nun in Ihr neues System neu starten. Jetzt neu starten und erledigt.
Und dann warten wir für den Boot. Wir sind in VirtualBox, also müssen wir hier wählen Boot Existing OS. Den ISO ist noch immer drin. Wenn du mal vielleicht das auch mal anschaust, Erich. Also hier sagst du, nee, ISO empty, Optical Drive empty, da gibt es kein DVD rein und dann sieht man die normale Gruppe. Und dann gehen wir los oder wir warten 5 Sekunden und dann bekommen wir XFCE. Also, dann ist das hier wieder die Arch Linux Hello. Das ist jetzt die SSD, also das zweite Mal, dass er das fragt. Fortsetzen? Nein, bitte. Fortsetzen? Ja, bitte. Ja. Also jetzt ist es in Ordnung. Einstellungen, Entwicklung, Büro, Bildung, alle, Grafik, Internet, Multimedia, System und Zubehör. Alles steht rein, aber nicht immer alles. Create and modify an archive. Wenn der Software Engineer, es hängt davon ab, if er, if whether auf Englisch, ob er, ob er eine deutsche Übersetzung gemacht hat. Und das steht da in die User Share Applications. Hat er das gemacht oder nicht? Ja, das hängt davon ab, ob hier auch Deutsch steht oder nicht. Da können wir nicht vieles machen. Also, wir haben den Arch Linux Information. Hier steht alles, was du brauchst zum Wissen. Auch für Änderungen Arch Linux 671. Du hast gesehen, wir haben nun Ctrl-Alt-T 672 installiert. Ja? Was habe ich schon geändert? Denn die Entwicklung ist immer täglich. Ja, machen wir Änderungen. Und wir haben den Python Pywall, GNOME Screenshots ist dabei. Wir brauchten den GNOME Software Package Kit Plugin und so weiter und so weiter. Ja? All diese Sachen, sind zwei Themen und Rofi-Themen haben wir gemacht in die Zwischenzeit und wir bleiben entwickeln. Und alles steht hier in der Beta-Version und wenn da die Ende der Monat ist, da, dann machen wir einen neuen ISO. Und da setzen wir auf den SourceForge. Aber wie gesagt, Sie können jetzt, heute, jetzt ein Build Your Own ISO machen vom Arch Linux. Du gehst nach hier, Phase 4, Build Your Own ISO. Und dann steht hier, das ist nur eine Vision. No changes made. Also, wie wir das machen, das ist das. Build your own ISO on Arch Linux. No changes made. Aber du kannst auch mal sagen, vielleicht mache ich nur ein Arch Linux mit i3 oder nur ein OpenBox Arch Linux oder nur ein XFCE. Also, sie haben jetzt die Freiheit, ihren eigenen Arch Linux ISO zu machen. Das macht Arch Linux für Sie. Also, wir haben hier drei, vier Websites, sagt man ja. Und dann kannst du alles schon aufbilden. Und sagt man, man startet hier so eine Lernkurve. Man folgt diesen Artikel, 7 Installation Guide. Und dann geht's los. Du willst etwas wissen über Display, du willst etwas wissen über Design, Applications. Du schaust ruhig ein. Fun. Was ist Fun? Simple Screen Recorder, da gibt es auch Steam irgendwo. Hier ist Steam und Kodi, solche Sachen. Da findest du solche Sachen. Und hier die Fixes. Manchmal gibt es Probleme und dann fixen wir die Sachen. Offen, wo ist das? Meistens. Es gibt es Probleme, weil es eigentlich Human Error ist, ja? Die Leute machen Fehler und dann ist es nur ein kleines Problem eigentlich, können wir das schnell lösen. Diese Sachen stehen alle hier rein und wird hier auch so deutlich gemacht, dass eigentlich, dass du das Gefühl bekommst und das ist auch so, dass man wirklich das System maintained, dass man das wirklich versteht und ändert und mächtig ist. Ja? Also viel Information über den Arch Linux ISO, den großen ISO. Wenn du den kleinen ISO nimmst, ist es Arch Linux D, 1 GB und dann entscheidest du selber,
Was ist denn D? Denn D steht für Develop, Document, Different, Diverse. Aber you decide the desktop. The desktop ist, das wählst du. Und da steht hier immer, Start hier, vielleicht so ein Gallery, wenn du mal sehen möchtest. Das sind die Arch Linux Gallery von Phase 5, Phase 5. Und da ist dann die Arch Linux D Gallery. Dann startest du. Dann gehst du alle Artikel runter und dann ist das, dann sollst du wählen. Jetzt will ich Arch Linux D XFCE oder Arch Linux D OpenBox oder Arch Linux D i3. Dann gehst du weiter nach Window Manager, Tiling Window Manager, Budgie, Solus, Cinnamon, Linux Mint, GNOME, ja GNOME und Mate von Ubuntu, Mate. Und Phase 4 ist, 4 ist schon wieder den Build Your Own ISO, aber diesmal auf den Arch Linux D. Und dann machen wir an Arch Linux D GNOME ISO. Das meinst du, schreibst das den ISO auf ein USB und du installierst 10 Minuten später ein Arch Linux D GNOME, Awesome und so weiter. Und hier gibt es noch viele andere Möglichkeiten. Phase 5 ist dann wirklich für die Leute, die sagen, okay, ich habe jetzt sehr viel gelernt. XFCE, OpenBox, Phase 3, Phase 2, Phase 4. Jetzt bin ich fertig. Ich werde mal versuchen, Arch Linux zu installieren, den Arch Way. Wir meinen damit, dass du wirklich ja, den Arch Wiki folgst und dann enden sie. Vielleicht können wir das mal in den XFCE sehen, glaube ich. So sieht das erst aus. Also wenn Arch Linux gemacht ist, das ist XFCE aus der Box. Arch Linux und XFCE, das ist den Design. Und wir sind jetzt an diesem Design. Ja, es ist ein bisschen Verschiedenheit, glaube ich, ein bisschen anders, nicht? Also es gibt viele Sachen, dass wir geändert haben in den XFCE. Wir machen das schöner, Themen, Ikonen, Cursor, Hintergrund und so weiter und so weiter. Viel, viel, viel geändert in Configs, verschiedene Sachen von Genie zu Termite und so weiter. Viele Sachen sind ein bisschen verborgen. Und wo sind sie verborgen? In den etc/scal. Da sind sie alle verborgen. Das ist ein bisschen ein spezielles Dateisystem. So. Da steht etwas, das Sie schon kennen sollten, müssten. Ctrl-H, also Hidden bearbeiten. Wo steht es hier auf Deutsch? Verborgenen Dateien anzeigen. Also Ströche, ich weiß nicht, was das ist. Ctrl ist da bei uns. Ctrl. Und dann siehst du eigentlich all unsere Konfigurationen. Das steht in ihren Home Directory. Config steht da auch, das steht da auch. Config steht da auch, das steht da auch. All die anderen Sachen auch. Also da ist unsere Arbeit hineingegangen in das Schönmachen, die Themen machen und so weiter. Also, wenn man dann den XFCE gesehen hat, also ich glaube, dass wir die Website schon alles gesagt haben, nicht? Es gibt hier Website, schon gesagt, okay, Hilfe, wenn du Hilfe brauchst, dann schau diese Artikel schon an und dann kommst du nach dem Forum und dann fragst du Hilfe. Bitte auf Englisch. Englisch, denn die anderen Leute kennen gar kein Deutsch. Also, ja, also man hat die XFCE, was machst du später? Sagt, okay, ich kenne schon ein bisschen, dann mache ich mir die Entscheidung, ich melde mich ab und ich schaue mir mal den OpenBox an. Also OpenBox. Du willst da oben OpenBox und das will ich nicht mehr sehen. Ich finde den Hintergrund nicht so schön. Also Alt T und das ist Trash. Den Wallpaper, den Hintergrund ist weg. Alt mit rechter Mause, Pfeile, wie sagt man das? Rechter. Richtung, dann gibt es die nächste und die nächste Hintergrund und die nächste Hintergrund und die nächste Hintergrund. Viele, viele, viele Keyboard-Shortcuts auf Englisch sind rein.
Ctrl Alt T, Super Return, Ctrl Shift Return, alle Sachen machen spezielle Applikationen, öffnen sich. Super F1 öffnet etwas und so weiter und so weiter. Super F2, der Sublime Text wird sich öffnen und so weiter. Okay, dann hast du den OpenBox mal angeschaut und sagst, okay, das ist also Arch Linux OpenBox. Und dann sagst du Exit, ausloggen. Und dann hast du noch einen dritten, i3. Aber deine Dateien, deine Musik, deine Fotos und so weiter, alles ist noch immer da. Es ist nun ein bisschen anders. Super Return gibt so ein Tiling Window Manager. Du siehst da auch durch, es ist transparent, es bewegt sich. Da hast du so einen Schirm in zwei geteilt, aber gibt es noch einen Super Return, dann wird das schon wieder in drei gemacht. Aber Super Shift Q ist es wieder zu zwei. Und da gibt es auch noch einen kleinen Konki, der da ist. Diesen kleinen Konki ist da, um Ihnen zu helfen, denn eigentlich brauchen wir gar kein Konki in Window Tiling of Tiling Window Managers. Das ist eigentlich ein bisschen nicht so gut. Aber da ist da zum Lernen, nicht? Erst einmal in i3, wie soll ich ein Terminal bekommen? Also S Enter, Super Enter, Windows Enter, Super F2, Super F6, aber vielleicht auch Super X, Exit, Super X. So, all diese Sachen sind eigentlich da zum ersten Kontakt, dass du die Tastatur, dass du die Keyboard-Shortcuts kennst. Und dann siehst du hier unter Lock, Lockout, Suspend, Hibernate, Reboot, Shutdown. Also ich wähle L und dann können wir wieder nach XFCE gehen und das mal wieder anschauen. So, das ist meine kleine, wahrscheinlich nicht so klein, einige Minuten schon geredet. 22 sehe ich. Also eine kleine Installation und eine Übersicht über Arch Linux, auch Arch Linux D, auch Build Your Own ISO und auch Arch Linux Installation, the Arch Way. Eigentlich haben wir viele Sachen zum Lernen. Eigentlich haben wir eine Vielfalt von Projekten, dass du die nächsten Jahre so mal hinsehen können, aber das ist nicht, verpflichtet, das ist nicht nötig, das ist nicht notwendig. Du kannst immer sagen, okay, Arch Linux ist für mich gut, drei Desktops, XFCE, OpenBox i3 und da bleibt es bei, auch gut, also kein Problem. Aber es gibt hier eine Wahl, du kannst einen individuellen Kursus eigentlich folgen, an Universität von Arch Linux und dann suchen sie die Lösung nach die Sachen, dass du da, ja, dass du das dich interessiert. Ja, also schönen Tagen, lernen Sie viel, haben Sie Fun, learn, have fun, enjoy. Das ist unseren Satz so, dass wir sagen. Also bis später. Tschüss.